Die Frage, wie Gruppen geleitet bzw. wie sie geführt werden, interessiert auch die Wissenschaft. Um eine Antwort darauf zu bekommen, hat man wieder ganz viele Gruppen und deren Leitungen beobachtet. Man konnte bei den Gruppenleitern immer wiederkehrende Muster im Umgang mit den Gruppenmitgliedern erkennen. Daraus kann man schließen, dass der Führungsstil ganz eng mit der persönlichen Einstellung des Leiters gegenüber seiner Gruppe zusammenhängt. Entstanden aus all diesen Beobachtungen ist ein Modell, das drei klassische Führungsstile unterscheidet. Das ist der autoritäre Führungsstil, der partnerschaftliche, demokratische Führungsstil und als drittes der Laissez-faire-Stil. Guten Morgen zusammen! So, wir werden heute über den geplanten Segelausflug in den Sommerferien sprechen. Ja, Sebastian? Nein! Darüber reden wir bestimmt nicht, weil ich das mir schon ausgedacht habe. Ja? Also, wir werden genau nach Plan am 1. August starten. Das ist überhaupt nicht so... Ja? Angelika, wie oft muss ich dir das noch erklären? Du bist hier, um Spaß in der Gruppe zu haben. Und ich bin hier, um für den Spaß zu sorgen. Also, ich dulde keine Widerrede. Ja. Also, wir werden am 1. August... Das steht hier nicht zur Diskussion! Ist der Gruppenleiter oder die Gruppenleiterin sehr autoritär, dann gibt es oft zwei Varianten, wie die Gruppe darauf reagiert. Variante 1, die Gruppe duckt sich weg vor dem Leiter oder vor der Leiterin. Dann nehmen die Gruppenmitglieder alles in Kauf, was angeordnet wird. Die Gruppe verliert ihre Selbstständigkeit und ist ohne die Leitung völlig orientierungslos und auch nicht leistungsfähig. Es traut sich einfach keiner, Entscheidungen zu treffen. Oder Variante 2, Einzelne oder auch die ganze Gruppe begehrt gegen die Leitung auf. Das kann dazu führen, dass einzelne Mitglieder aussteigen und so die Gruppe verlassen. Grundsätzlich wird eine autoritäre Leitung schon respektiert. Zumindest solange sie anwesend ist. Die Beziehung zwischen der Leiterin oder dem Leiter und den Gruppenmitgliedern ist aber nicht besonders herzlich. Einen Beliebtheitspreis wird die Leitung mit diesem Führungsstil sicher nicht gewinnen. Für die Jugendarbeit ist dieser Führungsstil nicht wirklich zu gebrauchen. Uns geht es um Mitbestimmung in der Gruppe. Schließlich ist Jugendarbeit ein Feld, in dem Jugendliche und Kinder Demokratie erleben und sie auch lernen sollen. Und natürlich gibt es aber auch Situationen, in denen man richtig schnell handeln muss. Meistens sind das Notsituationen, in denen keine Zeit bleibt, lang zu diskutieren. Zum Beispiel, wenn im Zeltlager ein richtig heftiges Gewitter aufzieht. Aber auch in solchen Momenten macht es Sinn, den Kindern und Jugendlichen nicht nur Anordnungen an den Kopf zu knallen, nein, es macht Sinn, diese Anweisungen auch zu begründen und zu erklären. Denn wenn Jugendliche wissen, warum sie etwas tun sollen, werden sie das auch schneller und bereitwilliger ausführen. Eine gute Vertrauensbasis zwischen der Gruppe und der Leitung ist in der Jugendarbeit verdammt wichtig. Auch in gefährlichen Ausnahmesituationen. Im autoritären Führungsstil fehlt diese Basis leider. Morgen zusammen. Na, wie geht's euch heute? Ja? Was macht denn der Schnupfen, Sebastian? Ja, das ist gut, dass das schon besser ist. Ich wollte mit euch besprechen, wie wir das nächste Woche machen bei dem Flohmarktstand. Ihr habt ja gesagt, jeder von euch hat ein paar Sachen, die wir verkaufen können und dann für die mit dem Erlös die neue Tischtennisanlage finanzieren. Julia, was meinst du denn? Sollen wir Plakate machen oder wie habt ihr euch vorgestellt, dass wir das mit der Werbung machen? Ja? Ja, das ist gut. Was meint die Cecilia? Ja? Ah, du willst es gemeinsam mit dem Adrian machen, ja? Das finde ich eine gute Idee. Und dann schauen wir einfach mal. Ich könnte sonst auch noch schauen, ob ich bei der Pfarrei ein bisschen was leihen kann von den Materialien für den Tisch und Papier.
Ja, genau, so machen wir es. Nee, dann treffen wir uns einfach nächste Woche wieder und jeder bringt mal was mit, was er daheim hat. Alles klar. Wie reagiert die Gruppe darauf? Dass eine Gruppe ihre eigenen Entscheidungen trifft und abstimmt, das macht sie zufrieden. Und sie wird selbstständiger. Jedes Mitglied übernimmt hier Verantwortung für die Gruppe. Das stärkt das Wir-Gefühl, die Leistungsfähigkeit und das Selbstbewusstsein im Team. Innerhalb der Gruppe gibt es eine gute und vertrauensvolle Beziehungsbasis. Jeder und jede kann die eigene Meinung sagen. Und mit Kritik wird so umgegangen, dass sich niemand persönlich verletzt fühlt. Auch wenn es so aussieht, als würde die Leitung wenig leiten oder führen, ist sie trotzdem sehr respektiert. Manchmal fast schon ein bisschen verehrt. Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Kritikfähigkeit. Das sind drei sehr grundlegende Ziele von Jugendarbeit. Drum passt dieser Führungsstil auch sehr, sehr gut zu unserer Arbeit mit den Kindern und mit den Jugendlichen. Die Gruppenmitglieder fühlen sich wohl und werden individuell gefordert und gefördert. Auch das angesprochene und sehr ausgeprägte Wir-Gefühl innerhalb der Gruppe spricht sehr für diesen Stil. Hi Jakob. Ja, die anderen sind schon da. Einfach da hinten. Ja. Ja, Julia? Was? Pff, mir doch egal. Ja, macht's halt, wie ihr meint, oder? Ja. Was wollt ihr machen? Die Wände anmalen. Ja, gerne, bitte, immer. So, also ihr kommt hier ja klar, oder? Ich gehe jetzt mal schnell einen Kaffee holen. Ja, ciao. Wie reagiert die Gruppe? Die Beziehung der Gruppe zur Gruppenleitung lässt sich vielleicht mit einem Wort umschreiben: gleichgültig. So egal, wie dem Leiter oder der Leiterin die Gruppe ist, so egal ist der Gruppe ihre Leitung. Es entsteht keine besonders intensive Beziehung zwischen den beiden. Ein richtiges Wir-Gefühl in der Gruppe kommt hier nicht auf. Es macht jede und jeder, was er oder sie so will. Gemeinsame Ziele gibt es nicht. Wie auch. Es gibt ja niemanden, der die Richtung vorgibt. Insgesamt sind solche Gruppen meist sehr verunsichert. Eine Gruppe sich komplett selbst zu überlassen, ist für Kinder und für Jugendliche eine Überforderung. Schlussendlich führt das dazu, dass eine Gruppe nie richtig selbstständig werden kann. Aber genau das wollen wir ja in der Jugendarbeit erreichen. Reines Laissez-faire macht also nicht wirklich Sinn in der Jugendarbeit. Und trotzdem wird es Zeiten im Gruppenleben geben, in denen man als Leitung die Gruppe gut sich selbst überlassen kann. Und das sollte man dann auch tun. Und welchen Stil würdest du jetzt nehmen? Der partnerschaftliche Führungsstil ist zwar sicher der anstrengendste und auch der schwierigste, aber für uns in der Jugendarbeit wahrscheinlich der beste. Uns geht es ja darum, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und verantwortungsbewussten Menschen zu unterstützen. Und das klappt mit diesem Stil echt gut. Und gleichzeitig ist ja bereits angeklungen, dass es Situationen gibt, in denen man auch mal die Dinge laufen lassen muss. Oder Situationen, in denen es ganz klare und fast schon autoritäre Ansagen braucht. Wie du ganz persönlich leitest, hängt auch von dem ab, wie deine Persönlichkeit gestrickt ist. Ich leite meine Gruppen meistens aus dem Bauch raus. Mein Leitungsverhalten muss zu mir selber, aber auch zu den Kindern und Jugendlichen in der Gruppe passen. Und ich glaube, dass auch du ein ganz gutes Bauchgefühl hast. Und dem kann man auch meistens ganz gut trauen. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich immer wieder mal einen Schritt zurücknimmt und stehen bleibt und überlegt, ob das, was man da tut,
sein Leitungs- und Führungsverhalten, ob das noch wirklich passt. Und da ist es klasse, sich dieses Führungsstilmodell der drei Stile nochmal herzuholen und zu schauen, wo bin ich denn unterwegs? Bin ich eher demokratisch oder bin ich vielleicht auch manchmal sehr autoritär oder eher der Typ, der die Sachen laufen lässt? Es ist gut zu wissen, wie man persönlich da so unterwegs ist, und es schadet auch nichts, sich ab und zu eine Rückmeldung von der Gruppe zu holen.